Sengoku Dynasty feiert am 12.03. sein nächstes großes Update. Mit diesem Update hebt es sein Spiel auf die nächste Stufe. Das Ganze fügt nicht nur ein paar neue Inhalte ein, sondern verbessert vor allem vorhandene Spielmechaniken. Denn gerade da hatte Sengoku so einige Schwächen, die mehr als begründet kritisiert wurden. Ich bin's wieder, euer Setrikun, und stell dir in diesem Video den neuen großen Patch vor. Eine der unangenehmsten Mechaniken war das Produzieren nach Jahreszeiten. Hieß, erst nach einer vollen Jahreszeit kamen die produzierten Materialien im Lager überhaupt an. Außerdem entnahmen auch erst dann die Dorfbewohner die Dinge, die sie so brauchten. Nicht nur als Medieval Dynasty Spieler war das Ganze ganz schön störend, aber ab dem neuen Patch ist es nun so, dass dieser Prozess täglich 18 Uhr stattfindet, was vor allem auch hilft, wenn du mit vielen Tagen pro Jahreszeit spielst. Außerdem verbessert dies die Kontrolle über die eigene Produktion und auch deinen Warenkreislauf. Im Hintergrund gab es zusätzlich einen glücksbasierenden Effizienzmodifikator. Dieser wurde endlich entfernt, womit die Effizienz der Arbeiter wieder zuverlässiger ist. Aber dennoch wird weiterhin an einer umfassenden Überarbeitung genau dieses Glückssystems gearbeitet. Neue Rezepte schaltete man bisher nur durch das Erreichen bestimmter Dynastieleveln und dem Abschließen einer entsprechenden Questreihe frei. Diese konnten ganz schön lang sein. Dieses System hat sich nun aber geändert. Man schaltet nun neue Rezepte, zum Beispiel durch das Kaufen, direkt im Menü frei. Außerdem kann man verschiedene Rezepte auch beim Händler kaufen. Dabei bleibt das Dynastielevel der entscheidende Maßstab für das Prestige deiner Dynastie und schaltet so bei jedem Levelaufstieg einzigartige Rezepte frei. Aber der Fortschritt sollte sich nun nicht mehr ganz so linear anfühlen und ist in Meilensteinen unterteilt. Dein Dynastielevel kannst du zum Beispiel über den Bau von Spezialprojekten und Quests abschließen. Des Weiteren bekommst du nun auch endlich Dynastieerfahrung, wenn du neue Leute rekrutierst. Außerdem wird man jedes Mal mit Dynastie-XP belohnt, wenn man einen neuen Höchststand an Dorfbewohnern erreicht. Das alles sorgt dafür, dass sich die Dorfvergrößerung auch spielerisch wirklich wertvoll anfühlt. Das Einstiegserlebnis wurde aber auch überarbeitet. Das bedeutet, einige anfängliche Quests wurden optional gemacht, was besonders den Neustart verbessern soll und die ersten Phasen deines Abenteuers deutlich beschleunigt. Nun kannst du von Anfang an umherziehende Flüchtlinge zum Beispiel rekrutieren. Außerdem kannst du jetzt wirklich dort bauen, wo du möchtest und musst nicht erst nach Sosoki zurückkehren, um deinen ersten Glockenturm und dein erstes Haus zu bauen. Du kannst jetzt die Sosoki-Quests und die meisten anderen Quests im Spiel auch überspringen, aber überleg dir genau, ob du das willst. Denn durch die Dynastie-Erfahrungspunkte, die du beim Abschließen erhältst, beschleunigst du stark deine Dynastieentwicklung. Anforderungen und Belohnungen für Quests in Seki, Aratani und Iwaizaki wurden neu ausbalanciert, um ein anspruchsvolleres und lohnenderes Erlebnis zu bieten. Des Weiteren wurden auch einige Questabläufe vereinfacht und verkürzt. Auch bei den Tieren hat sich einiges getan. Zwei neue Gattungen haben ihren Weg ins Spiel gefunden. Die Bären und die Wölfe. Einige der Tiere sind nun stärker als andere. Das Ganze wird dir angezeigt mit einem Stern über ihnen selbst. In der Welt kämpfen nun teilweise die Tiere auch gegeneinander und jagen sich, wobei ihnen ihre neuen, natürlicheren Bewegungen sehr helfen. Die Landwirtschaft wurde nun schon vor ein paar Patches ins Spiel hineingebracht, aber auch dort ändert sich so einiges. Verschiedene Pflanzen, sowohl geerntete als auch gezüchtete, sind nun wie zum Beispiel in Medieval Dynasty saisonabhängig. Außerdem wachsen sie endlich auch mal, wenn man selbst schläft. Ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, merkt das selbst, oder? Des Weiteren gibt es nun neue Pflanzen, Blumen und Bäume. Je nach Pflanze brauchst du jetzt eine andere Erntemethode, wie zum Beispiel per Hand oder per Karma oder einfach beides. Das Ganze wird abgerundet durch eine neue UI-Anzeige für gepflanzte Ressourcen. Außerdem gibt es noch einige Quality of Life Änderungen, wovon ich hier ein paar nennenswerte erwähnen möchte. Es gibt ein neues ausbalanciertes Ausdauersystem und außerdem wurde das Klettern verbessert. Schreinboosts lohnen sich jetzt mal endlich, da sie viel, viel länger anhalten. Du kannst nun beim Schlafen die Schlafenszeit auswählen, was dir gerade dann hilft, wenn du eine spezielle Tageszeit erschlafen möchtest, und es wird dir auch angezeigt. Die First-Person-Kameraführung wurde verbessert und die Gamma-Einstellungen wurden endlich implementiert. Eine Anzeige in der Registerkarte Quests für aktive Aufgaben wurde auch hinzugefügt, die ihr hier zum Beispiel seht. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass der Entwickler empfiehlt, einen neuen Spielstand zu beginnen, denn es kann bei den alten Spielständen echt zu Problemen führen. Im Übrigen, ich habe das getestet und auch mein alter Spielstand war kaum noch zu gebrauchen. Der Patch selbst ist ca. 4 GB groß.
Wie ihr seht, waren einige wichtige Änderungen dabei und das Ganze werden wir uns live ab den 13.03. auf Twitch anschauen und das Ganze in einem Solo-Slowrun. Wie sieht's aus? Backst du einen neuen Run? Ein dickes Dankeschön geht raus an unsere Patreons und Kanalmitglieder, die das Ganze hier finanziell unterstützen.